In meinem Beruf als Filmemacherin habe ich ganz viele Jahre lang gedacht, ja, Benachteiligung von Frauen, das ist nur sowas, das bilden sich Leute ein, die einfach keinen Erfolg haben, die nicht weiterkommen. Und dann bin ich zu einem Austausch nach Australien gegangen. Und in Australien, ich bin gelandet am 4. Februar und hatte ungefähr eine Woche später meinen ersten Spielfilm als Kamerafrau. Dafür habe ich in Deutschland wirklich jahrelang gekämpft und ich habe gemerkt, dass dort es ein Vorteil war, dass ich eine Frau bin. Dass die es cool fanden, dass sie eine Kamerafrau haben und keinen Kameramann. Ich habe aber auch erlebt, dass die sich mein Showreel, also meine Arbeit, anschauen und aufgrund meiner Arbeit entscheiden. Während hier in Deutschland ich es oft erlebt habe, dass die mein Showreel angeschaut haben und gesagt haben, ja, ist eigentlich super, wir suchen eigentlich genau sowas, aber wir haben leider schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht. Und das ist so ein bisschen, als wenn man sagt, wir haben leider schlechte Erfahrungen mit Rothaarigen gemacht. Also ein völlig absurdes Argument, wo ich nur sagen kann, anderswo ist mir das nicht begegnet. Und als ich dann in Australien gelebt habe, war mir klar, wie es auch gehen kann. Zurück in Deutschland habe ich dann noch angefangen, mich für Gleichstellung im Film zu engagieren. Ich bin Mitglied geworden bei Pro Quote Film. Das ist ein Verband, der sich für gleiche und gerechte Verteilung von Mitteln, Sichtbarkeit und Hörbarkeit von Frauen im Film- und Medienbereich einsetzt. Ich bin Mitglied geworden bei den Kinematografinnen, ein Kamerafrauenverband. Und wir schieben da kräftig an, damit sich was tut. Im Bereich der Politik habe ich das große Glück, dass ich Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen bin. Als ich dort Mitglied geworden bin bei den Grünen und das erste Mal auf eine Versammlung kam, da standen vorne an der Bühne zwei Kästen mit einem Schlitz. Und wenn man sprechen wollte, musste man da einen Zettel mit seinem Namen einwerfen. Es wurde gezogen und zwar abwechselnd aus beiden Kästen. Der eine Kasten war nur für Frauen. In den anderen Kasten durften sich alle einwerfen. Für mich war das eine völlig neue Diskussionskultur, alternierende Redelisten mit Männern und Frauen, abwechselnde Wortbeiträge von Männern und Frauen, von Frauen und Frauen. Das heißt, die Frauen hatten mindestens die Hälfte der Sichtbarkeit und Hörbarkeit. Und das war was ganz Unglaubliches, wo ich bis heute das Gefühl habe, warum machen das nicht mehr Leute? Ich bin zum Beispiel Mitglied im Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks. Gibt es ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, das sogenannte ZDF-Urteil, wo Parität in den Rundfunkkontrollgremien gefordert wird, also gleiche Frauenanteile in diesen Kontrollgremien. Bis heute ist es in Bayern nicht umgesetzt. In Bayern gibt es qua Gesetz eine Soll-Vorschrift zur Parität, keine Muss-Vorschrift. Und jetzt haben wir anlässlich des Weltfrauentages die Redeanteile analysiert. Und siehe da, bei unter 30% Vertretung in diesen Gremien haben Frauen unter 20% Hörbarkeit. Das ist eigentlich ein desolater Zustand in einer Gesellschaft, wo Frauen die Hälfte der Bevölkerung sind und nicht irgendeine kleine marginalisierte Gruppe. Ausgebildete Musical-Darstellerin und man geht natürlich zu Castings und Auditions und damals habe ich da unfassbar viel Sexismus und auch Kritik an meinem Äußeren erfahren, zum Beispiel. Also, das ist so die eine Sache, wo ich das erfahren habe. Die andere Sache ist tatsächlich, dass wenn man geprobt hat oder wenn man gebrainstormt hat und sich über verschiedene Ideen ausgetauscht hat, dass ich immer wieder in der Runde beobachten konnte, dass ich was sage, gerade wenn der männliche Anteil sehr hoch war in diesen Runden, das immer ignoriert wurde. Und dann greift irgendein Mann das, was ich gesagt habe, also zitiert mich eins zu eins. Und dann wird reagiert. Das kam auch sehr, sehr, sehr oft vor. Oder gerade wenn ich mit meinen Bands, ich habe zwei Bandprojekte, wo ich Frontfrau bin. Und wenn wir da irgendwo ein Gig spielen und ein Tontechniker kommt, dass sofort so ein Mansplaining entsteht. Also ich bin ja die kleine, süße, dumme Frau und mir muss man jetzt erklären, wie was und was funktioniert, weil ich mich halt jetzt aufrege, dass die Sachen nicht so sind wie auf dem Tech Rider. Sie
Sí, claro que siendo activistas y más hoy en día que estamos siendo cada vez más perseguidas, ¿no? Y siempre lo hemos sido precisamente por ser mujeres. Nos atacan con mayor fuerza y con mayor violencia. Y recientemente, ¿no? Para la celebración de nuestro 8 de marzo, que es una fecha que está internacionalmente reconocida, y sin embargo, pues salimos a comunicar, a cartelear y somos tratadas como si fuésemos delincuentes o gamberras, o estamos haciendo algo que no estamos en nuestro derecho. Y sí que año tras año pues sufrimos violencia, ¿no? Es una manera de control, el acercarse a nosotras y evidentemente son personas machistas que ejercen esa violencia contra nosotras porque saben que de esa manera pues nos pueden tener controladas en nuestros espacios y todo lo que los derechos que nosotras estamos reivindicando, evidentemente les ataca directamente a sus privilegios como varones.